Hallo ihr Lieben, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich in meine vegane Ernährungsweise Hülsenfrüchte einbaue. Hülsenfrüchte liefern wertvolles Lysin, eine Aminosäure, die man eventuell sonst nicht so einfach decken kann bei rein veganer Ernährung. Heute habe ich jetzt Mungbohnen gekocht. Ich zeige euch mal den Topf, wo sie noch drin sind. Da habe ich so einen großen Topf. Da sieht man das. Da habe ich 500 Gramm gestern Abend eingeweicht von den Mungbohnen. Heute Morgen dann abgegossen das Wasser und nochmal durchgespült und dann mit viel Wasser 10 Minuten gekocht. Da entsteht sehr viel Schaum, den habe ich abgeschöpft, durch ein Sieb geschüttet und nochmal gespült, dann nochmal 10 Minuten gekocht mit neuem Wasser und da entsteht auch nochmal Schaum und dann nochmal durch das Sieb durch und wieder mit neuem Wasser zum Kochen gebracht und dann 2,5 Stunden gekocht. Und diese Kochanleitung habe ich aus dem Buch von Henning Müller-Botzler. Und der hat eben die Erkenntnis gewonnen, dass enzymhemmende Stoffe und andere auch Schaumstoffe, die Blähungen machen können, auf diese Weise entfernt werden. Und ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass ich keine Blähungen habe, wenn ich diese Hülsenfrüchte so gekocht esse. Ich habe das vorher schon anders probiert, so wie es eben auf der Tüte steht. Und da hatte ich Blähungen und es war nicht gerade angenehm. Und das kann auch zu Darmflora-Störungen führen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und ich mache da eben eine größere Menge, 500 Gramm, das reicht mir für 5 Tage und friere das portionsweise ein, also 100 Grammweise als Trockengewicht in solche Dosen und friere das ein und dann kann ich das an dem betreffenden Tag rausholen und habe das dann zur Verfügung. Denn das ist ja schon ein bisschen mehr Aufwand, aber so, finde ich, ist es machbar. Und heute Mittag esse ich dazu Karotten. Ich habe das hier, gucken, ob ich das jetzt zeigen kann. Da habe ich geriebene Karotten. Und dazu nehme ich Leinöl für Omega-3-Fettsäuren und Weizenkeimöl, da ist sehr viel Vitamin E drin. Man kann auch Sonnenblumenöl nehmen und das gebe ich dann zu den geriebenen Karotten. Ich finde es geschmacklich gut und das Beta-Carotin aus den Karotten wird ja mit ölhaltiger Umgebung besser aufgenommen in den Körper. Von den 100 Gramm das Trockengewicht Hülsenfrüchte esse ich mittags ungefähr die Hälfte und abends dann nochmal die Hälfte. Und abends koche ich dann Gemüse dazu, da habe ich gern was Gekochtes. Ja, und das Salz gebe ich am Schluss zu, das habe ich also nach dem Kochen zugegeben, etwa 10 Gramm auf diese Menge und schön verrührt. Ja, soweit für heute und jetzt werde ich die Portionen abfüllen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!